Sehr verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz recht herzlich zu unserem Webinar am Mittag des 9.12.2022 begrüßen. Wir möchten heute gemeinsam mit Ihnen die grundlegende Reform der Krankenhausvergütung etwas näher anschauen und auch diskutieren. Dieser Vorschlag der Regierungskommission wurde am Dienstag in der Bundespressekonferenz durch den Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach vorgestellt, der diese Empfehlung und diesen Vorschlag der Regierungskommission als Revolution bezeichnet. Das wollen wir uns etwas näher anschauen und zwei der wesentlichen Mitglieder der Kommission, nämlich Professor Christian Karadinis und Professor Reinhard Busse, die maßgeblich an diesem Papier, dieser Stellungnahme mitgewirkt haben, möchten heute Nachmittag gemeinsam mit Ihnen diese Empfehlung vorstellen und diskutieren. Ja, wir freuen uns sehr auf die beiden Beiträge. Ja, jetzt Professor Rainer Busse nochmal zum Schluss mit Vorhaltung und DRG. Lieber Herr Busse, wir freuen uns auf den letzten Teil. Genau, das folgt jetzt dem genau weiter. Ich hoffe, man kann mich auch ein bisschen besser verstehen, sonst muss ich mir mal ein neues Headset kaufen hier. Das ist auch schon Pandemie geschädigt, mein Headset. Genau, wir sind jetzt bei der Berechnung des Vorhalteanteils, wie das ist ja schon gesagt worden. Und vielleicht muss man zunächst sagen, was gibt es eigentlich für Gründe für so eine Vorhaltefinanzierung? Eine Sache, die hier nicht steht, hatte ich ja schon gesagt, dass es natürlich inzwischen internationale Praxis ist. Also wir sehen, dass viele Länder, die auch wie wir, wenn auch nie so extrem, nur auf DRGs gesetzt haben, dass denen auch die Erkenntnis gekommen ist, dass eben insbesondere durch die Unterschiede zwischen Fixkosten und variablen Kosten, dass man das jetzt nicht nur über eine variable Vergütung mit DRGs abdecken kann. Und natürlich wissen wir, dass es einfach zu Schwankungen bei der Auslastung kommt. Und DRGs implizieren ja im Prinzip, dass es eine immer gleich große Auslastung gibt. Und wir sehen ja, dass derzeit, lange Zeit war das okay für die Krankenhäuser, weil sie eben die Fallzahlen gesteigert haben und sozusagen die Absenkung der Auslastung im Sommer so ausgeglichen wurden. Derzeit sehen wir, dass die Fallzahlen ja zurückgegangen sind insgesamt. Und das führt zu den finanziellen Problemen, weil einfach das jetzt nicht mehr hinkommt, dass die bisherige Fallzahl abhängige Vergütung, die über alle Krankenhäuser hinkam, dass die nicht mehr mit der tatsächlichen Auslastung übereinstimmt. Und das würde man mit einer Vorhaltefinanzierung besser in den Griff bekommen, die Absenkung und Steigerung. Manchmal ist es so, es gibt Krankenhäuser, und das sind natürlich die Landkrankenhäuser, die Notaufnahme eines Landkrankenhauses, wenn dann in einer durchschnittlichen Nacht ein Patient vorbeikommt, müssen ja die gesamten Kosten, die die Notaufnahme in der Nacht, die dafür anfallen, werden rechnerisch auf diesen einen Patienten abgewälzt, obwohl das natürlich deutlich mehr dann sind als in einer großen Notaufnahme, wo 50 Patienten kommen. Und das, um das besser auszugleichen, spricht auch das dafür, dass solche Kosten ausgegliedert werden. Drittens, die Reduktion des Mengenanreizes, die ja doppelt ist. Das sind ja nicht nur, dass ich die Fixkosten besser verteilen kann, wenn ich mehr Fälle habe, sondern insbesondere, wenn es um Kosten für Implantate etc. geht, dass ich als Haus ja auch einen niedrigeren Einkaufspreis bekomme, je mehr Fälle ich mache, der sozusagen zusätzlicher Effekt nach oben drauf kommt. Und dann ist es so, dass eben auch wenn man mehr Geld pauschal bezahlt, dass es dazu führen soll, erfordert natürlich auch die Umsetzung anderer gesetzlicher Überlegungen, dass die Ambulantisierung gefördert werden soll. Das ist also dann eben nicht mehr spezifisch Fachabteilung, sondern eben für die Leistungsgruppen ausgestattete Krankenhäuser hinsichtlich Personal und Technik gibt, die dann die Patienten auch ambulant behandeln
können, weil die Vorhaltekosten für die Expertise da bereits geleistet wird. Und wir sagen eben, dass es also insofern geändert werden soll und dass es eine fallmengenunabhängige Vergütung gibt und eine fallmengenabhängige Vergütung. Die fallmengenabhängige Vergütung, das hatte Christian gerade schon gesagt, die soll weiterhin der DRG-Logik folgen und die wird verringert. Also das wird einfach das, was jetzt weiter nach links geschoben wird, wird aus dem rechten Teil entnommen. Wir nennen jetzt diese verbleibenden DRGs erstmal R-DRGs. Ob die dann wirklich am Ende im Gesetz diesen Namen bekommen, ist ja zweitrangig. Das steht einfach für Residual- oder Rest-DRG. Links gibt es ja bereits das Pflegebudget. Man könnte es aus systematischen Gründen, hätte man links auch einen Topf aufmachen können. Jetzt haben wir gesagt, erstmal das Pflegebudget, was gerade noch relativ neu ist, das lässt man so, wie es ist. Und es gibt daneben ein Vorhaltebudget, was eben diese, zusammen betrachtet von der Gesamtsumme. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ich werde das gleich genauer erläutern, weil man immer sagt, auf welcher Basis, was sind eigentlich 100%? Wir sagen, 100% ist das bisherige Pflegebudget plus die A-DRGs, das zusammen sind 100%. Von diesen 100% entfallen eben 20% etwa, vielleicht ein bisschen mehr, wie schon erläutert, auf das Pflegebudget, so dass das Vorhaltebudget nochmal 20% der Gesamtsumme sind oder eben 25%, zeige ich gleich, von den bisherigen A-DRGs. Und dieses Vorhaltebudget, und das ist wichtig, da kamen auch schon Fragen, weil das ist sozusagen wird pro Leistungsgruppe berechnet. Das ist ganz wichtig. Und was ist der Hintergrund? Naja, die Abhängigkeit, wir wollen die Abhängigkeit von der Mengenvergütung, die auch nicht ganz so extrem ist wie hier auf der Abbildung, weil das Pflegebudget schon draußen ist, schon ausgegliedert ist, aber eine reine DRG-Vergütung sah ja so aus, dass ich, wenn ich keine Fälle hatte, habe ich kein Geld bekommen und dann ging es linear mit der Anzahl der Fälle nach oben. Jetzt wirkt das neue Vorhaltebudget so, dass ich eben schon theoretisch, zumindest kurzfristig, bei einer Patientenmenge von 0 auch schon Vergütung erhalte. Natürlich werden irgendwann auch Fragen kommen, wenn ein Krankenhaus über Jahre keinen Patienten einer bestimmten Leistungsgruppe sieht. Das hatten wir auch schon erwähnt, dann wird natürlich die Leistungsgruppe da weggenommen. Aber kurzfristig wirkt das so. Und dann ist eben die Steigerung, weil die verbleibende DRG ja kleiner ist, ist der Effekt eben kleiner. Und wer sehr, sehr, sehr viele Fälle hat und vielleicht nur eine durchschnittliche oder mittelgroße Vorhaltevergütung bekommt, der hat am Ende sogar insgesamt weniger gegenüber heute, während die weniger Fälle haben, zum Teil mehr haben. Und da greift natürlich die Voraussetzung für die Leistungsgruppe, um zu vermeiden, dass jetzt das ganze Geld nur in Krankenhäuser geht, die einen Herzinfarkt in 3 Wochen sehen. Hier ist das ein bisschen dann dargestellt. Und wichtig hier nochmal, ist die gestrichelte Linie, weil wir wollen die Level 1i-Krankenhäuser ganz ausgliedern. Gucken wir uns also zunächst den oberen Teil an. Das sind wieder die gleichen 3 Komponenten wie eben. Rechts gibt es die derzeit 1300 Fallpauschalen, die sich vielleicht auch weiterentwickeln, aber sind halt zurzeit 1300. Ganz links gibt es das Krankenhaus individuelle Pflegebudget wie bisher. Und neu in der Mitte gibt es die Vorhaltefinanzierung und die erfolgt auf Ebene der Leistungsgruppen. Das hatte Christian ja schon erläutert, da kann man sich ein bisschen unterhalten, wie viele Leistungsgruppen soll es denn eigentlich geben, weil die natürlich auch hinreichend nach unserer Meinung differenziert sein müssen, um Mindestvoraussetzungen auch abbilden zu können. Und deswegen kommen wir hier auf mehr Leistungsgruppen als nach dem neuen Krankenhausgesetz in Nordrhein-Westfalen. Wir haben etwa doppelt so viele wie im nordrhein-westfälischen Modell. Und dieses Geld, das ist ja Geld der Krankenkassenbeitragszahler, fließt aber unabhängig jetzt von einer einzelnen Krankenkasse. Aber man muss sich ja sehen, okay, es muss irgendwie aufgeteilt und verteilt werden. Und das macht nach unserem
Vorschlag macht es das Bundesamt für soziale Sicherung, was ja jetzt schon Erfahrung hat, weil die Freihaltepauschalen in der Corona-Pandemie sind ja auch bereits über das BAS ausgezahlt worden. Die sind ex ante definiert, in dem Moment, wo das Krankenhaus ja einen Zuschlag oder ja, einen Zuschlag dafür erhält, diese Leistungsgruppe erbringen zu können, qualifizieren sie sich auch für die Vorhaltefinanzierung. Wenn sich dann herausstellt, dass die Strukturvoraussetzungen, die hätten gegeben sein müssen, eben nicht da sind, dann wird da, gibt's da Abschläge oder die Rückzahlung des Geldes. Auf Level 1i, also die Grundversorger, die ärztlichen Leistungen überwiegend ambulant erbringen, aber diese Akutpflegebetten haben, die nicht fachabteilungsbezogen sind. Und insofern steht ja beim DRG steht ja doch die medizinische Leistung im Mittelpunkt von der Definition her, von der Klassifikation. Und da diese Patienten ja nicht mehr primär eine medizinische Leistung haben, sondern auch sehr wichtig eine pflegerische Leistung brauchen, werden die komplett rausgenommen und in mit Tagespauschalen bezahlt. Die sollen leicht degressiv sein. Also je länger ein Patient bleibt, dass sie dann absinken pro Tag. Und für die Häuser, die haben ja auch ärztliche Leistungen, wo die Ärzte weiter angestellt sind wie bisher, gibt es natürlich höhere Tagespauschalen als in welchen, wo die ärztlichen Leistungen über die KV in einer Art Belegarztsystem erbracht werden. Da gibt es also verschiedene Stufen, je nach Anzahl und Größe des ärztlichen Personals. Vieles ist jetzt eigentlich schon auf das, was jetzt auf die nächsten Abbildungen kommt, hatte ich schon gesagt. Dieses bezieht sich eben darauf, wie das zurzeit aussieht. Wir reden von 100, wie gesagt, immer von Fallpauschalen plus Pflegebudget. Und wir wollen insgesamt auf 40, mit Ausnahme für Intensivmedizin, Notfallmedizin, wo es ist ja 60% ist, soll das ja 40% sein. Und dann deswegen müssen die ADRGs rechnerisch um Viertel abgesenkt werden, um dann auf insgesamt 40% zu kommen. Das soll stufenweise erfolgen. Und zwar in der Gestalt, dass, wenn das System eingeführt wird, dass im ersten Jahr von der Finanzierung sich her nichts ändert und dass dann von der angestrebten Vorhaltefinanzierung, wir schlagen vor, um das über 5 Jahre zu verteilen, geht es jedes Jahr ein Viertel nach oben. Also die mengenabhängige Vergütung über die RDRGs würde jedes Jahr abgesenkt werden und die Vorhaltefinanzierung würde im Gegenteil, also im Gegenzug jedes Jahr um ein Viertel der angestrebten Summe aufgestockt werden. Schwierig ist natürlich, und das ist sicherlich auch die Frage, die wir uns am längsten gestellt haben: Wie wird denn eigentlich jetzt das Geld der für die Vorhaltekosten verteilt auf die Krankenhäuser, die sich qualifizieren? Wie gesagt, die Gesamtsumme bundesweit soll sich zum Start daran orientieren, was bisher ausgegeben wurde. Wir nehmen also alle Fälle einer Leistungsgruppe mal den jeweiligen Relativgewichten und haben sozusagen das Fallvolumen und den Case Mix pro Leistungsgruppe und rechnen dann den Vorhalteteil ab oder aus, der sich dann ergibt, und der muss ja jetzt auf die Krankenhäuser verteilt werden. Und der wird schon mal nicht verteilt auf die Krankenhäuser, die sich ja nicht mehr qualifizieren. Also das Krankenhaus, was keinen Linksherzkatheter hat, bisher Herzinfarktpatienten betreut hat. Deren Teil geht ja rechnerisch natürlich in das Vorhaltebudget mit ein, fließt aber nicht an die zurück, weil die sich nicht mehr qualifizieren. Die Krankenhäuser, die sich weiter qualifizieren, da sagen wir, dass man als Start, um auch die Verwerfung im System nicht zu groß zu halten, an den derzeitigen Fallzahlen orientiert oder an den Marktanteilen, sagen wir mal. Das ist ein Krankenhaus, was derzeit doppelt so viele Herzinfarkte versorgt wie ein anderes Krankenhaus, dass deren Anteil am Vorhaltekuchen für die Herzinfarktversorgung eben auch entsprechend größer ist.
Langfristig soll es sich an der Bevölkerungsstruktur orientieren. Das soll also sicherstellen, dass das Geld, was für die Leistungsgruppen ausgegeben wird, eben auch nach dem Bedarf in den jeweiligen Regionen ankommt. Könnte man auch koppeln an die Prozess- und Ergebnisqualität, die da erzielt wird. Das war ja auch schon eine Frage im Chat, da hatte ich auch schon darauf geantwortet, dass wir uns gerade zu qualitätsorientierten Vergütung jenseits der Koppelung an die Strukturqualität, die ja ganz wichtig ist in unserem Konzept, dass wir uns dazu auch nochmal getrennt äußern wollen. Und ganz wichtig natürlich, jetzt wird man so sagen, was haben die ganz kleinen Krankenhäuser davon, die notwendig sind, auf dem Land sind, nicht an die Zahlen rankommen, dass es natürlich nach unten hin Abpufferungen geben muss. Also wer wegen der Bevölkerungsstruktur, wegen den wenigen Einwohnern in seinem Gebiet, aber trotzdem als systemrelevant eingestuft wird, da wird halt, muss die Vorhaltung halt ein bisschen größer sein, als sie bei den großen Häusern entspricht. Das Geld ist ja auch da, weil ja die Anteile der Häuser, die es gar nicht mehr erbringen dürfen, fallen ja weg.